Ja, hallo liebe Freunde, heute gibt es einen neuen Wandertipp. Es geht zum Schopketal. Das liegt zwischen Bielefeld, Sennestadt und Oerlinghausen im Teutoburger Wald. Das Schopketal selber ist ein kleiner Bachlauf, der da so ein bisschen urig lang läuft, ein bisschen verschlungen. Sieht sehr schön aus, ein bisschen Wildnis dabei noch. Ja, wir gehen dann offizielle Wege. Es gibt da den sogenannten Schmugglerweg. Das ist ein Weg, der wo damals geschmuggelt wurde. Und das ist irgendwie ganz lustig. Ja, Tim hat noch nicht so richtig Lust. Ich muss was schlafen. Gut, wir gehen jetzt weiter. So, starten tue ich meine Aufzeichnung jetzt mal beim Haus Neuland. Parken kann man auch gegenüber vom Bertholdskrug. Da ist ein Wanderparkplatz. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal los hier. Den alten Schmugglerweg. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, um möglichst authentisch zu wirken auf dem Schmugglerweg, auf der Schmugglerroute, sollte man natürlich auch einen Rucksack tragen. Aber auf keinen Fall verraten, was da drin ist. Vielleicht doch, wenn er ein paar Goldtaler dabei hat. Ich weiß nicht, was das ist. Das kommt von der Lärche. Die Lärchen sind ganz besondere Bäume, weil die halt die einzigen Nadelbäume sind, die halt im Winter die Nadeln, also ihre Blätter abwerfen. Dazu kommt aber demnächst ein eigenes Video, weil das auch ein bestimmter Kraftort ist.
Ja, bleibt auch mal dran. Das Video will ich wohl nächste Woche drehen. Im Wald gibt es ab und zu verschiedene Schilder angebracht. Ich zeige es mal gerade. Das ist der Rettungspunkt. Also wenn euch mal irgendwas zustoßen sollte, irgendwie Knöchel verstaucht oder ein Bein gebrochen oder irgendwie sowas, passiert ja eigentlich nicht. Aber wenn es passieren sollte, dann müsst ihr gucken, dass ihr so einen Rettungspunkt findet. Und dann hier war es ja die OE 22. Ruft ja die Feuerwehr an mit 112, der Rettungswagen, und gibt dann einen Rettungspunkt durch. Und dann wissen die, wo ihr zu finden seid. Ja, dann kommen die hier hin. Das sind alles befahrbare Wege für die Rettungsfahrzeuge. Und dann kann euch geholfen werden. Also in diesem Sinne, halt zum Beinbruch. Der Wind hat aufgefrischt und wenn es zu windig ist, dann sollte man auch irgendwie aus dem Wald raus, weil es irgendwie dann doch zu gefährlich wird. Es wäre ja auch zu blöd, wenn dann irgendwie ein Baum runterfallen würde, mir auf die Birne, und doch das schöne Hut kaputt gehen würde. Na gut, wir gehen auf jeden Fall raus jetzt hier. Ja, die nächste Wanderung oder eine der nächsten Wanderung, die mache ich mit Angela Leser zusammen. Angela ist Geomantin und die kann Kraftorte aufspüren, entdecken und dann auch einiges dazu sagen. Ich war letztens schon mit ihr einmal eine Runde wandern, auch durch Schopketal. Und die Frau, die hat's drauf. Also wie gesagt, guckt's euch demnächst an, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch und die nächste Folge oder einer der nächsten Folgen wird dann mit Angela zusammen sein. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.